Schön, dass Sie sich für ein Plissee von Luzel Home entschieden haben. Hier erfahren Sie, wie Sie es in der Glasleiste befestigen, sodass es später direkt vor der Fensterscheibe sitzt. Für den Transport ist das Plissee in einer Papierhülle verpackt. Reißen Sie diese einfach auf und entnehmen Sie Ihr Plissee. Die Spannfüße sind daran bereits vormontiert. Im Karton finden Sie außerdem passende Schrauben und Abdeckkappen sowie die Bediengriffe. Zusätzlich brauchen Sie einen Bleistift, Ihr Metallmaßband, einen Akkuschrauber mit dünnem Bohrer, einen Schraubendreher und zum Schluss eine Schere. Schieben Sie als Vorbereitung je einen der Bediengriffe in die Nut an den Bedienschienen ein und positionieren Sie ihn in der Mitte des Plissees. Ermitteln Sie dann erst einmal die genaue Position Ihres Plissees am Fenster. Halten Sie es dazu mittig an die Glasleiste Ihres Fensters und setzen Sie entsprechende Markierungen. Achten Sie darauf, oben und unten parallel zu arbeiten. Zeichnen Sie sich nun die Bohrlöcher an. Die Schraube sitzt 13 mm vom Rand des Plissees entfernt. Halten Sie außerdem einen Abstand von mindestens 15 mm zur Glasscheibe ein. Ein größerer Abstand ist möglich. Achten Sie aber darauf, die Bohrung mindestens 5 mm von der Vorderkante der Glasleiste entfernt zu setzen, damit der Spannschuh bündig mit ihr abschließt. Wiederholen Sie diesen Schritt in allen vier Ecken. Halten Sie dabei immer denselben Abstand zur Scheibe ein. Bohren Sie jetzt mit einem dünnen Bohrer an den markierten Stellen vorsichtig vor. Schon ist es Zeit, das Plissee anzuschrauben. Beginnen Sie in der oberen Glasleiste damit. Schrauben Sie die Spannschuhe so an, dass die Spannschnüre an der Außenseite verlaufen und keinesfalls verdreht sind. Drehen Sie die Schrauben der unteren Spannfüße nicht komplett fest, um das Plissee am Fenster nachspannen zu können. Ziehen Sie dazu die Spannschnüre unten aus den Spannfüßen heraus, bis sie straff genug sitzen, um das Plissee waagerecht in seiner Position zu halten. Fixieren Sie anschließend die Spannfüße endgültig. Überstehende Schnurreste können Sie danach direkt am Spannfuß abschneiden. Setzen Sie abschließend noch die Abdeckkappen auf die Spannschuhe auf. Die kleine Aussparung ist für die Spannschnüre gedacht. Die Abdeckkappen rasten mit einer Kippbewegung hin zu den Spannschnüren ein. Und jetzt viel Freude mit Ihrem neuen Plissee von Luzel Home.